Hey Leute! Hey Leute, was geht und willkommen zu diesem Infovideo. In diesem Infovideo werde ich so wie letztes Jahr machen, ein paar Infos euch bekannt geben, die bezüglich diesen Kanal als auch den anderen Kanal betreffen. Und bleibt bitte bis zum Ende dran, denn es ist was Wichtiges mit dem zweiten Kanal, falls die es noch nicht wissen sollten. Und bitte auch noch nicht beim zweiten Kanal vorbeischauen, weil wenn ihr schon hier anseht, dann schaut es auch hier am Ende an. Fangen wir mit dem ersten Info. Mit der ersten Info an. Die erste Info ist Comeback. Ich bin schon seit fast 4 Wochen nicht mehr online auf YouTube gewesen, das heißt mit Videos und so, aber ab diesem Video bin ich wieder zurück. Das bedeutet, Streams und Videos werden wieder gemacht. Nur darauf komme ich nochmal später, also auf ein weiteres Thema. Jedenfalls, auf jeden Fall zum Comeback-Video habe ich ehrlich gesagt ein Gameplay erhofft, jedoch wird es leider erstmal nicht möglich sein. Aber ihr werdet es mir nicht glauben, was stattdessen als Comeback-Video sein wird. ATTV 8. ATTV 8 ist gedreht, das Video ist fertig und Thumbnail ist auch fertig. Und das, boah, das ist einfach schon echt gut geworden. Und ihr werdet es einfach richtig glauben, das ist wirklich dann das Comeback-Video. Auf jeden Fall möchte ich auch nochmal ATTV auch bezüglich dann später nochmal erklären, das auch am Ende des Videos sein wird. Gehen wir gleich zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist nämlich das Mikrofon. Man sieht schon, ich habe ein neues Mikrofon. Link ist auch übrigens ganz unten in der Videobeschreibung beim Equipment. Nämlich, mein anderes Mikrofon ist kaputt gegangen. Es hat nicht mehr reagiert, egal wo, auf dem Laptop, also hier vor meinem Handy halt, hat es nicht reagiert. Haben wir somit beschwert, zurückgesendet, Geld zurückbekommen und stattdessen habe ich sogar ein besseres und teures Mikrofon geholt. Und ich finde es meiner Meinung nach auch besser. Die Sache ist halt, ihr werdet es noch ein paar Mal sehen, also das andere Mikrofon, das wird ja bei meinem zweiten LP-Projekt noch zu sehen sein, bei einigen Parts. Aber danach werde ich teils nur noch mit diesem Mikrofon als auch mit meinem Ansteckmikrofon aufnehmen. Gehen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Urlaub. Wie letztes Jahr bin ich in die Türkei geflogen, um wieder Urlaub zu machen. Und da habe ich dann am Ende, bevor ich wieder zurückgekommen bin, um ATTV 7 gekümmert. Dieses Jahr fliege ich nochmal in die Türkei, trotz Corona. Aber es gibt keine Videos und keine Streams. Warum, fragt ihr euch? Ich sage nur ein Wort. Internet. Das Internet in der Türkei ist einfach furchtbar. Das ist einfach echt furchtbar. Da wird es nicht möglich sein, so ein großes Mikrofon für Videos zu machen, dann auch noch werde ich kaum Zeit haben, überhaupt Videos schneiden zu können und streamen zu können. Das wird nicht möglich sein. Jedenfalls müsst ihr dann warten. Die einzige Sache ist, dass es dann Let's Play Videos geben wird. Das ist auch gleich das nächste Thema. Das Thema ist Let's Play. Die Parts sind schon längst aufgenommen worden. Es hat auch dieses Mal funktioniert. Das habe ich bei meinem Pausenvideo erklärt. Und es hat endlich funktioniert. Die sind fertig und können auch eigentlich veröffentlicht werden, aber das mache ich dann erst später, bei anderen Tagen. Jedenfalls könnt ihr schon mal, falls einige sich schon darauf freuen, auf jeden Fall, ja, freuen. Nun komme ich aber auch zum wahrscheinlich eher wichtigsten Thema, wenn mir sonst nichts einfällt, mein Zweitkanal. Denn es ist schon tragisch, dass ich das jetzt sagen muss, nämlich wird der zweite Kanal nicht mehr weitergeführt. Grund dafür ist, dass ich halt zwei Kanäle nicht mehr gleichzeitig machen kann. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu, wenn ich ja schon dazu, ja, Schule, Basketball, auch noch diesen Kanal und auch noch vieles weitere in meiner Umgebung halt noch, wie soll ich es sagen, kontrollieren muss, also alles damit klarkommen. Der Zweitkanal gab schon seit vielen Jahren, also nicht so 5 Jahre, na kann sein, doch 5 Jahre kann sein, aber ich weiß es nicht, auf jeden Fall weniger als 6. Aber trotzdem, da waren so tolle Videos von damals, auch cringe natürlich, indem ich da ja noch schlimmer aussah als jetzt. Jedenfalls fragt man sich dann auch, was mit ATTV passiert. Das wird nämlich auf diesem Kanal weitergeführt. Ich habe ja auch schon mal auch die Playlist erstellt, in dem da alle ATTV-Teile dran sind. Die Videos auf dem Zweitkanal werden noch bestehen bleiben. Also, die bleiben noch da, die kann man immer ansehen. Und, ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe das, also so ein ähnliches Video auch auf dem zweiten Kanal bekannt gegeben, dass dieser Kanal da nicht weitergeführt wird.
und alles nur noch auf dem 18ator-Kanal, also diesen Kanal, weitergeführt wird. Mehr habe ich davon nicht zu berichten. Bei einigen Fragen könnt ihr meinetwegen, ja, falls ich mal in einem Stream sein sollte, zum Beispiel von Adi oder Last Gaming, könnt ihr mich da fragen, meinetwegen auf Instagram, halt so eine Direktnachricht, was weiß ich. Jedenfalls, oder hier in den Kommentaren kann ich dann auch beantworten, falls irgendwas unklar ist. Jedenfalls verabschiede ich mich von hier und das nächste Video ATTV 8. Und sonst, während ich im Urlaub bin, können ein paar Let's Play Parts rauskommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute!